Die lange traditionsreiche Geschichte der Stahlindustrie im Saarland ist ähnlich wie die Geschichte des Saarlandes von einem Auf und Ab geprägt. Auch heute befindet sich die Stahlindustrie wieder in einer Unsicherheit. Doch in dieser Unsicherheit liegen auch Chancen. Wenn wir soziale Gerechtigkeit, ökonomische Vernunft und nachhaltiges Wirtschaften miteinander verbinden, können wir sauberen Stahl aus Europa fördern, Modernisierungen vorantreiben und viele tausende Arbeitsplätze zukunftssicher machen. Dazu gehören Investitionen in unsere Energieinfrastruktur, damit wir Stahl zukünftig CO2-ärmer oder gar CO2-neutral produzieren können. Wasserstoff ist dabei ein wichtiger Faktor. Wir müssen aber auch unsere erneuerbaren Energien ausbauen, damit wir grünen Strom bekommen, um grünen Stahl herstellen zu können. Dazu gehört zweitens eine europäische Handelspolitik, die unseren Stahl schützt. Denn es bringt nichts, wenn wir Stahl aus dem Ausland importieren, der eine wesentlich schlechtere Umweltbilanz aufweist als unser saarländischer Stahl. Dazu gehört drittens die Stärkung unserer Standortvorteile. Wir haben hier hohe Qualifikationsstandards und eine enorme Expertise unter den Fachkräften, Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Diese müssen wir stärken, denn die leisten täglich neben ihrer Arbeit noch einen wichtigen Beitrag zur Montanbildbestimmung im Saarland. Jedem einzelnen Mitarbeiter in der Stahlindustrie muss eine Zukunftsperspektive geboten werden. Denn die Transformation braucht die klügsten Köpfe. Wir wollen Weiterbildungsmaßnahmen fördern, Betriebe unterstützen, damit sie investieren können und Arbeitsplätze sichern können. Aber auch die Unternehmen müssen sich zum Stahlstandort Deutschland bekennen. Denn nur gemeinsam können wir die Transformation, den Wandel in der Stahlindustrie hinbekommen. Und weil wir in der SPD dieses gemeinsam auch groß schreiben, ist es toll, dass zusammen mit Anke Rehlinger, meinen Kolleginnen und Kollegen in der Bundestagsfraktion, aber auch innerhalb der ganzen Partei klar ist, wir bekennen uns zum Stahl, denn Stahl hat Zukunft. Glück auf! Und was der Stahl für unsere Region bedeutet und wie wir unseren Stahl zukunftsfähig machen können, das zeigt euch jetzt das Erklärvideo. Die Geschichte des Saarlandes ist eng verbunden mit der Geschichte der Eisen- und Stahlindustrie. In ihrer Blüte machte die Eisen- und Stahlindustrie ein Drittel der saarländischen Produktivität aus und bot über 40.000 Menschen Beschäftigung. In mehreren Schüben ging die Zahl der Arbeitsplätze drastisch zurück. Bis 1980 unter 30.000, bis 1990 auf gut 16.000 und bis 1995 auf unter 12.000. Trotzdem sind immer noch 22.000 Arbeitsplätze im Saarland mit der Stahlindustrie verbunden. Das hat auch mit der Bedeutung des Stahls als Rohstoff zu tun. Im Jahr 2018 wurden im Saarland über 6,3 Millionen Tonnen Rohstahl produziert. Stahl ist Rohstoff für den Autobau, die Bauwirtschaft, für Metallwaren, den Maschinenbau, für Rohre und für Haushaltsgeräte. In den letzten Jahren wurde viel investiert in den Ausbau moderner Anlagen, mit denen Stahl noch emissionsärmer und nachhaltiger produziert werden kann. So wird mittlerweile fast die Hälfte des in Deutschland produzierten Rohstahls aus Schrott erschmolzen. Auch die Eigenstromerzeugung spielt eine große Rolle. Im Jahr 2018 wurden fast 48% des verbrauchten Stroms selbst produziert. In den letzten 25 Jahren konnte durch Forschung und Entwicklung die CO2-Emissionsbelastung durch die deutsche Stahlindustrie pro Tonne Stahl bereits um mehr als 22% verringert werden. Damit sind in den etablierten Produktionsverfahren allerdings die Grenzen erreicht. Um die CO2-Emissionen der Primärstahlherstellung weiter zu senken, forschen und arbeiten die Unternehmen in Deutschland daher intensiv an der Einführung alternativer CO2-armer Verfahren. Vielversprechend ist hier zum Beispiel der Einsatz von Wasserstoff als Reduktionsmittel. Hier sind weitere Investitionen aus Bundes- und EU-Ebene notwendig, um die Stahlindustrie bei der Entwicklung innovativer Verfahren mit dem Ziel einer CO2-ärmeren Stahlproduktion wirkungsvoll zu unterstützen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Schutz des sauber produzierten Stahls. Insbesondere ein Carbon Leakage muss verhindert werden.
Der Begriff bezeichnet eine Situation, in der Unternehmen aufgrund der mit Klimamaßnahmen verbundenen Kosten ihre Produktion in andere Länder mit weniger strengen Emissionsauflagen verlagern. Dies könnte wiederum zu einem Anstieg ihrer Gesamtemissionen führen. Hier gilt es einerseits, heimische Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten, andererseits den Import von emissionsintensivem Stahl auf EU-Ebene sinnvoll zu steuern. Bei der Einführung solcher Schutzmaßnahmen muss aber selbstverständlich auf internationale Handelsbestimmungen Rücksicht genommen werden. Der Einsatz industriepolitischer Instrumente hat vor allem ein Ziel: die Arbeitsplätze der Beschäftigten zu erhalten. Die Montanmitbestimmung und die Expertise und Motivation der Beschäftigten sind ein großer Standortvorteil für die deutsche Stahlindustrie. Auf diesen Stärken gilt es aufzubauen. Dabei müssen klare Perspektiven vermittelt werden. Mit dem Ausbau von Stellensicherungsinstrumenten wie etwa Kurzarbeitergeld herrscht auch bei schwankenden Konjunkturlagen bei den Unternehmen Planungssicherheit. Zudem braucht es sowohl für Arbeitnehmer wie auch für Arbeitgeber Anreize und Förderung zur Weiterbildung. Nur so kann der hohe Qualitätsstandard erhalten bleiben. Dazu gehören mehr Investitionen.